Hallo ihr Menschen da draußen im Internet. Ja, hier ein kleines Gameplay vom Spiel Contagion. Das Problem ist, dass es weniger ein Gameplay als mehr ein Commentary zum Gameplay ist, da der Ingame-Sound von meiner Stimme irgendwie nicht aufgenommen wurde. Das war technisch irgendwie falsch, dass der Ingame-Sound aufgenommen wurde, aber meine Stimme nicht. Und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt keine Lust mehr, das nochmal aufzunehmen. Jetzt habe ich mir aber nochmal ein neues Headset gekauft und habe mir gedacht, ja, wenn du es einmal hast, kannst du das auch gleich nochmal ausprobieren und dann machst du am besten gleich das Commentary, weil du es ja eh noch machen wolltest. So, worum geht's bei Contagion? Im Grunde genommen gibt's eine Story und das ist die, die wir gerade ja spielen. Und eigentlich müssen wir bloß Zombies töten, von einem bestimmten Punkt zu einem anderen Punkt kommen. Das Spiel ist auf der Source Engine, was mehr oder weniger gut und mehr oder weniger schlecht ist. Was ich zu bemängeln habe, ist, man muss immer in den Kopf schießen, so wie ich das gerade wunderschön gemacht habe. Hässliches Kind. Wie man das gerade wunderschön gemacht habe. Wenn man auf den Körper schießt, passiert nichts. Kein Zucken, kein gar nichts. Und die sterben auch nicht. Und das, finde ich, haben sie ein bisschen scheiße gemacht. Ansonsten finde ich es eigentlich gar nicht mal so schlecht, abgesehen davon, dass es ab und zu mal ein paar Soundbugs gibt. Wie zum Beispiel auch, dass meine Stimme nicht aufgenommen wird. Irgendwie ist das nur bei dem Spiel so. Aber auch generell, dass manchmal einfach der Sound irgendwie dumpf ist und dass man dann im Pausemenü nochmal was einstellen muss und so weiter und so fort. Das Spiel ist aber, glaube ich, noch in der Alpha, vielleicht sogar schon in der Beta. Also, es ist noch nicht komplett fertig. Ein cooles Feature ist, jetzt wo ich gerade das Feuer wieder sehe, fällt mir ein, man kann das Feuer löschen. Also man kann wirklich mit Sachen interagieren, wie zum Beispiel den Schlüssel, man kann jede Tür, die abgeschlossen ist, damit aufschließen. Es ist so ein internationaler Megaschlüssel oder so, keine Ahnung. Und man kann mit Feuerlöschern ein Feuer löschen, das ist eigentlich echt sind von der Titel. Ja, hier steht auf dem Körper nichts passiert, das war jetzt das beste Beispiel dafür. Finde ich jetzt nicht so duft. Das Spiel ist eigentlich auch ausschließlich Multiplayer. Man kann halt die Story so, mehr oder weniger Story, einzeln spielen. Aber es soll eigentlich alles Multiplayer sein. Das werdet ihr auch später nochmal sehen, wenn ich die ganzen Modis erkläre. Im Story-Modus, wie ihr seht, geht es eigentlich nur darum, hol irgendwas, geh von A nach B. Und das mal 100. Atmosphärisch finde ich das Spiel eigentlich sehr gut gemacht, wenn man mal so guckt, so Polizeistation, ist dunkel, man hört die Affen so rumkeuchen. Munition ist immer ein bisschen knapp, deswegen sucht man eigentlich immer alles ab, so wie ich das gerade mache. Aber es gibt eigentlich immer nur so bestimmte Stellen, wo auch wirklich Munition oder sowas rumliegt. Für mich gerade ein bisschen komisch, wenn ich mich selbst so spielen sehe. Dead Aim. Ach ja, die Nahkampfwaffen, wo ich sie gerade sehe. Die habe ich fast nicht benutzt. Man kann mit der Axt und so, das ist auch noch eine nette Idee, Türen aufbrechen und so. Aber an sich bringen die Nahkampfwaffen recht wenig. Das ist wie als ob man auf den Körper schießen würde. Das passiert einfach gar nichts. So war jedenfalls meine Erfahrung. Oh, das war jetzt richtig so ein Fleisch-Blutgeräusch. Das war echt eklig. Ja, Tür verschlossen. Was macht man? Schlüssel. Auf dem Handy kriegt man dann immer solche Nachrichten, was man halt machen soll, von A nach B, wo man hin soll und so. Und man drückt einfach immer Knopf. Weil ich drücke immer nur die Knöpfe, weil ich dachte mir, die leuchten bestimmt nicht ohne Grund. Was echt schwierig ist, also ich kann verstehen, warum es eigentlich ausschließlich Multiplayer ist, weil man kommt alleine echt nicht so weit. Man
man wird irgendwann von den Zombies überrannt. Also man versteht schon, warum man das alleine jetzt eigentlich nicht so hinkriegen würde. Versuche ich übrigens gerade Holz zu zerschießen, was aus irgendeinem Grund nicht klappt. Das hier ist einer meiner Lieblingsstellen. Einfach wenn man sieht, Alter, hier bist du echt schnell am Arsch. Und ich glaube, ich bin hier auch gleich am Arsch, weil jetzt kommen gleich haufenweise Zombies. Wie man sehen kann. Und dann setzt mein Aim irgendwie immer aus. Ich weiß nicht wieso. Das Problem ist, da man ja ausschließlich Headshots geben muss, kommt man nicht wirklich aus den Zombie-Massen raus und somit ist man mehr oder weniger dann irgendwann einfach nur noch gefangen. Da komme ich übrigens nicht raus. Merkst du selbst, wa? Und das war's. Man hat gesehen, man kommt einfach nicht mehr durch. Das Menü auch gar nicht mehr so schlecht gemacht. So. Ja, hier sieht man auch mal die ganzen Sachen, die es gibt. Das da oben, Escape, das haben wir gerade gemacht. Das war die Story, sag ich mal. Das andere. Und dann gibt es ja noch so andere wie Multiplayer und Überleben und sowas. Das ist jetzt aber nicht so toll, weil ich habe es eigentlich noch gar nicht wirklich gespielt. Aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren jetzt nicht so pralle. Tja, und das war's jetzt erstmal mit Contagion. Bis dahin, zum nächsten Mal, ne? Und ja.